Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von dem dänischen Marktführer Lego. Und zwar ist es die Star Wars 75298 aus der Microfighters-Reihe Series 8. Das AT-AT vs. Tauntaun Set. Und es handelt sich ja eben um so ein Doppelset, wo wir eben zwei Microfighter-Sets drin haben. UVP war 19,99 € und ich zeige euch dieses Set, weil ich es auf Amazon in der Cyber Week für 9,99 € bekommen konnte und es momentan auf Amazon auch nur 14,99 € kostet. Das Coole daran ist halt, dass 14,99 € für zwei Microfighters eigentlich schon ein ganz guter Deal ist. 9,99 € war natürlich super, super gut, aber dieses Angebot war halt leider schon vorbei, bevor das Set bei mir angekommen ist. Wenn wir uns jetzt die Box anschauen, sehen wir hier die beiden Sets auf dem Eisplaneten Hoth dargestellt. Wenn wir uns dann die Rückseite anschauen, haben wir hier wieder beide Sets dargestellt, haben die Stud-Shooter dargestellt. Es sind ja leider in diesen Sets nur noch die Stud-Shooter und keine wunderschönen Blaster mehr. Dann haben wir hier noch das andere Microfighter-Set aus der diesjährigen Serie dargestellt. Ein Hinweis, dass man dieses Set zusammenbauen kann, weil wir zwei Anleitungen haben. Natürlich, wie immer bei Lego, hier bei diesen kleinen Sets hier die Aufreißlasche. Ansonsten ist eigentlich nicht wirklich was Interessantes auf der Box zu sehen. Außer hier nochmal eine 1:1 Darstellung von der Luke Skywalker Minifigur, die im Set enthalten ist. Ich würde sagen, die ganze Box erfüllt ihren Zweck. Natürlich ist dabei so in einer Preisklasse nichts super Krankes dabei. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt die Box mal auf. Bin ja ehrlich gesagt kein großer Fan von diesen Laschen hier, wo man die Box halb kaputt machen muss, um es aufzubekommen. Aber egal, das wisst ihr ja sowieso von mir. Ich würde sagen, dann schütten wir das Ganze hier einfach mal aus. Und wir sehen mal wieder, was Lego uns so zutraut, weil wir haben zwei Microfighter-Sets und das wird in zwei Bauabschnitte untergliedert sein, weil wir haben eine 1 und eine 2 Beschriftung auf den Tüten. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Teileanzahl unbedingt hätte sein müssen, aber gut, es ist eben in Setup 6 Plus geeignet. Dann haben wir natürlich die zwei Anleitungen dazu. Einmal die Anleitung 1 und die Anleitung 2. Einmal für den AT-AT und natürlich einmal für den Tauntaun. Die Anleitungen machen jetzt einen relativ billigen Eindruck, ehrlich gesagt. Sind vom Papier nichts Besonderes. Ich meine, sie sind klammer gebunden, aber wir haben hier halt eine winzig kleine Anleitung. Ich hätte es mir wahrscheinlich ein bisschen größer gewünscht und dafür lieber einfach beide Sets in einer Anleitung. Das hätte ein bisschen mehr Spaß gemacht, auch wenn man natürlich diesen Build-Together-Gedanken irgendwo verstehen kann. Ansonsten haben wir 51 Seiten, wir haben hier eine Teileliste, die könnt ihr gerne mal anhalten und euch mit anschauen. Und wir haben bis zur 45. Seite Bauschritte und für einen Microfighter, der nicht mal 100 Teile hat, ist die Anleitung doch relativ dick geraten. Aber wie gesagt, es ist halt ab 6 Plus geeignet. Dasselbe haben wir natürlich nochmal für das Tauntaun. Ansonsten, man muss ja auf die Lego-Anleitungen nicht so groß eingehen, die kennt jeder. Es wird da nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde, das wird alles weiter in Farbe dargestellt. Und ich meine, Lego-Anleitungen sind sowieso meistens watschen einfach, deshalb braucht man da auch keine extra Markierungen, wo irgendwas rot umrandet ist oder ähnliches. Für den AT-AT haben wir übrigens 43 Bauschritte und für das Tauntaun 38 Bauschritte. Ich meine, wir alle wissen, wie einfach Lego-Anleitungen sind, dann hat man halt wirklich einfach mal 43 Bauschritte auf knapp 100 Teile. Ich würde auch sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu bauen. Ihr seht gleich die zwei fertigen Sets und dann gibt es noch eine kleine Review und ein kleines Fazit dazu. Und natürlich wie immer eine Kaufempfehlung oder auch Nicht-Kaufempfehlung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und fertig sind die beiden Microfighter-Sets. Und während des Baus ist noch etwas sehr, sehr Schönes passiert. Und zwar ist endlich das neue Mikrofon angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass es sich am Ende lohnt und dass jetzt die Qualität auf jeden Fall noch mal ein Stück gestiegen ist. Das könnt ihr mir gerne sagen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich sehe es natürlich auch im Schnitt, aber manchmal ist das auch ganz subjektiv, weil verschiedene Geräte hören sich dann verschieden an. Das habe ich sehr gemerkt von den Computerboxen zum Handy, zum Fernseher. Einfach mal sagen, ob es auch bei euch im Durchschnitt besser geworden ist. Mit dem Feedback helft ihr mir auf jeden Fall enorm, damit sich das alles hier in Zukunft noch ein Stück verbessern kann. Aber ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir erstmal mit dem meines Erachtens besseren Set von beiden an, beziehungsweise dem besseren Microfighter in diesem Set, und zwar ist das der AT-AT. Und ich muss sagen, der AT-AT gefällt mir sehr gut. Ich meine natürlich, wir haben hier einen Maßstab, in dem man nicht jedes kleine Detail darstellen kann, aber deshalb sind es die Microfighter-Sets. Und mir gefallen die Microfighter-Sets sehr als Reihe, die man sich quasi ins Regal stellen kann. Eher weniger als Spielsets, aber trotzdem haben sie auch ein paar Funktionen. Aber für mich sind das Sets zum Sammeln. Und ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal zusammen über den AT-AT. Super, super cool am AT-AT ist, das ist ein Print.
Und selbst hier drin, quasi im Cockpit vom AT-AT, ist ein wunderschöner Print. Die Qualität von den Prints ist spitze und ich bin wirklich, wirklich ja der erste Kritiker immer, dass es Lego nicht schafft, Prints in ihren Sets hinzubekommen. Und hier haben sie bewiesen, dass es geht. Ich meine, klar, die UVP von 20 Euro für diese zwei Sets ist nicht gerade billig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ihr es jetzt so für 14,99 oder für 10 Euro schießen könnt, oder halt auch im Handel mit den, sag ich mal, üblichen Rabatten, dann ist es natürlich richtig cool, dass man hier so schöne Prints dabei hat. Das kommt mir natürlich gerade gelegen, wenn ich sage, für mich sind das Sets, die man sich hinstellt, weil gerade für Sammlersets ist es natürlich doof, wenn sich das Sticker nach einer gewissen Zeit ablöst. Das kennt ihr ja von mir. Ich finde auf jeden Fall die Beine auch vom AT-AT hier schön gemacht, weil die kann man schon ordentlich anwinkeln und ihn sich dann so hinstellen, wie man möchte, also auch in so einer Laufposition oder halt auch eingeklappt, als wäre er gerade besiegt worden und so nach vorne weggekippt. Da hat man auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Natürlich kann man auch den Kopf drehen. Also man kann ihn nach oben und unten schwenken und auch seitlich drehen. Natürlich in einem sehr begrenzten Radius. Wir haben hier ein Kugelgelenk drin. Aber bei einem echten AT-AT in Star Wars kann der Kopf ja auch nicht hier sonst wie weit gedreht werden. Er ist aber schon relativ gut beweglich. Ebenfalls finde ich die Vorderansicht ist richtig gut gelungen, dass wir hier eben auch die Bewaffnung so schön dargestellt haben. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem Set. Was ich auch dazu sagen muss, vom Bau her, also ich habe ja schon gesagt, die Anleitungen von Lego sind meistens sehr einfach, die sind nochmal in Topping drauf. Die sind nicht einfach, die kannst du mit geschlossenen Augen bauen. Also ich habe es mal ausprobiert tatsächlich und habe das einer Vierjährigen im Bekanntenkreis in die Hand gedrückt und habe gesagt, bau mal. Und es hat relativ gut funktioniert. An der einen oder anderen Stelle mit einem Kugelgelenk musste man mal noch helfen und den Rest hat sie wirklich alleine geschafft. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug vom AT-AT gesehen, den stellen wir mal zur Seite und kommen mal zu der Bemannung vom AT-AT. Und zwar haben wir einen AT-AT-Piloten. Man hat mir gesagt, dass dieser wohl im Film so nicht vorkommt, beziehungsweise mit dem Aussehen nicht vorkommt. Kann ich aber ehrlich gesagt relativ schlecht mitreden. Ich habe selber nicht mehr im Kopf, wie die AT-AT-Piloten da zu 100% aussahen. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn er so vorgekommen ist, beziehungsweise mir auch bestätigen, dass er eben nicht so vorgekommen ist. Der Helm und die Drucke von diesem AT-AT-Piloten gefallen mir aber super, super gut. Auch die imperialen Abzeichen sind sehr schön und die Druckqualität einfach an und für sich spitzenmäßig. Natürlich müssen wir auch bei Lego-Figuren nicht darüber reden, ob die Gliedmaßen gut sind. Die sind einfach wirklich, wirklich top von dem Bewegen der Beine und den Armen. Natürlich ist auch hier der Statshooter dabei. Ich bin nicht der größte Fan davon, das habe ich ja schon gesagt. Aber gut, es ist nun mal in den neueren Generationen so. Deshalb kann man eben jetzt auch wieder mit dem Statshooter schießen. Naja, wer es braucht. Wenn wir jetzt den wunderschönen Helm von dem AT-AT-Trooper abnehmen, haben wir hier das Gesicht. Das ist relativ gut gelungen. Ich meine, es ist natürlich relativ generisch. Wir haben jetzt auch kein Wendegesicht oder irgendein Haarteil dazu, sondern wirklich nur den Helm und dieses Gesicht. Das ist bei Luke Skywalker nochmal ein bisschen anders, aber da können wir natürlich dann nochmal drüber sprechen, wenn wir über Luke Skywalker sprechen. Und ich habe ja vorhin gesagt, der AT-AT ist für mich das bessere Set, aber auch das Tauntaun kann sich wirklich sehen lassen. Sehr gefallen mir hier die Augen wieder, die auch ein Print sind, genauso wie bei der Brickheads-Haie, bei den Pets, bei der 40443, dem Wellensittichpaar, haben wir hier wieder bedruckte Augen. Davon bin ich generell ein Fan. Ich finde auch generell, auch wenn sie jetzt nichts unglaublich Besonderes sind, diese in Chrom gehaltenen Lichtschwertgriffe super, super schön. Und ich finde das Lichtschwert auch einfach generell super, super schön. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts allzu Besonderes. Ansonsten hat auch Luke Skywalker wieder einen Start-Shooter mit dabei. Es gibt sonst vom Tauntaun nicht sehr viel zu sagen. Ich finde die baulichen Lösungen für diesen Maßstab super, super gut, wie die Teile verwendet wurden und wie es am Ende aussieht. Natürlich haben wir aber ein Problem bei den Microfightern, das Größenverhältnis passt halt überhaupt nicht. Wenn wir jetzt das Tauntaun haben und daneben einfach mal den AT-AT legen, dann ist der AT-AT genauso groß wie das Tauntaun und ich glaube, wir können da alle sagen, dass das absolut nicht hinkommt. Es ist natürlich auch nicht der Anspruch von diesen Sets, dass die Größenverhältnisse stimmen. Es sind eben Microfighter, aber ich hätte dann diese zwei Sets nicht unbedingt zueinander gepackt, wahrscheinlich. Weil da natürlich so ein Defizit im Größenverhältnis doch sehr auffällt. Ansonsten kommt zur Luke Skywalker Minifigur. Auch hier ist die Druckqualität wieder sehr schön gelungen. Ist wieder auf der Brust, auf den Beinen und dem Rücken bedruckt. Und wir haben bei diesem Luke Skywalker unter diesem schönen Helm ein Wendegesicht. Und zwar haben wir einmal diesen Gesichtsausdruck und einmal diesen Gesichtsausdruck. Ganz cool finde ich, dass das hier gedruckt ist mit der Sturmhaube. Also wir haben halt dieses etwas angestrengte Gesicht und dieses lächelnde Gesicht. Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen mehr Variation gewünscht, aber es ist immer cool, wenn man so ein Wendegesicht hat.
Das Einzige, was mich immer bei solchen Wendegesichtern stört, ist, dass wir eben hier, wenn wir den Helm drauf haben, trotzdem hinten noch einen Teil von dem Gesicht sehen. Das muss nicht unbedingt sein. Abschließend gibt es noch zu sagen, wir haben noch ein paar Ersatzteile, also einmal eben für das Tornhorn, nochmal ein Wechselpaar von den Hörnern, haben nochmal für Luke Skywalker hier diese Pilotenbrille dabei, haben nochmal einen Lichtschwertgriff, über den ich mich natürlich sehr freue, haben noch ein paar runde 1x1er in Trans Red für die Stud-Shooter, haben nochmal einen Pin dabei, wie gesagt, ein paar Ersatzteile, das ist nie verkehrt. Ansonsten, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann könnt ihr natürlich gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.